Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Beeks. Heute möchte ich euch mal unser Häuschen zeigen. So eine kleine Roomtour machen. Zum einen, weil das ist eine schöne Erinnerung natürlich für uns. Und auf der anderen Seite möchte ich euch mal so zeigen, für was wir eigentlich unser neues Leben so eintauschen. Also 150 Quadratmeter gegen, ich weiß nicht, was haben wir, 17, 18. Und ja, das möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Ich fange an mit dem Gäste-WC, werde dann weitergehen zu unserem kleinen Abstellraum. Das sollte ursprünglich mal Gäste-WC und also da sollte eine Dusche mit rein, aber da haben wir gesagt, was sollen wir mit drei Mann, zwei Duschen? Da reicht komplett eine und ich habe das hier als Abstellraum genommen, denn jedes Mal für einen Staubsauger oder für einen Feudel in Kellerin hatte ich da nun auch keine Lust und das war ziemlich gut. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an, gehe dann weiter in die Küche und Essbereich, Wohnzimmer, das haben wir alles offen gestaltet. Aber ich würde sagen, seht einfach mal selber. So, jetzt geht es weiter nach oben. Oben befindet sich das Schlafzimmer mit einem kleinen Ankleidebereich. Ein jetziges Gästezimmer, früher mal das Kinderzimmer. Unser kleines Bad. Thank you.
So, mittlerweile bin ich im Keller angelangt und ich beginne auch gleich mit unserem Horrorzimmer. Eigentlich mal ein ganz nettes, lauschiges Vorratszimmer. Carsten sein Werkzeugzimmer oder Bastelzimmer. Jetzt herrscht hier nur noch Chaos, weil Carsten hat angefangen aufzuräumen. Also schon mal jede Menge Elektroschrott, Kisten für eBay. Ich weiß gar nicht, was wir alles da noch verkaufen wollen, aber naja. So, dann natürlich, ist natürlich auch schon wieder ein bisschen peinlich. Oh, das war ein Karton. Dann schon mal die neuen Sachen für unser Wohnmobil. Und unsere Getränke, die müssen wir ja auch noch leer machen. Oh Gott, oh Gott. So, weiter geht es. Ich schwenke mal so rum, weil im Treppenhaus ist alles voller Familienfotos. So, das ist unser Hauswirtschaftsraum. Ja, ist eigentlich nichts Spektakuläres. Hier ist unsere Heizung drin. Wir heizen das Haus mit einer Luftwärmepumpe. Kein Gas und ja, Waschmaschine, Wäsche, naja, was hier halt alles so drin ist. Momentan habe ich da gerade viel Wäsche, hat aber Gründe. Dazu später. So, und jetzt komme ich eigentlich zu dem wichtigsten Raum im ganzen Haus. Hier halten wir uns eigentlich die meiste Zeit auf, weil hier stehen unsere PCs, beziehungsweise mein PC ist schon bei unserer Tochter, die hat den schon mitgenommen. Ich muss jetzt mit dem Läppi vorlieb nehmen, aber ich muss mich ja eh dran gewöhnen, weil im Wohnmobil hat sich das ja erledigt. So, hier sitzt mein Schatz. Hallo. So, weiter geht's. Hier haben wir noch mal ein Gästezimmer, Gästebett. Übrigens schlafen wir hier auch sehr gerne. Wenn im Sommer oben alles so heiß ist. Hier im Keller sind es immer angenehme 22, 23 Grad, Sommer wie Winter. Ja, hier ist noch Carsten sein Homeoffice-Platz. So eine kleine Musikecke gemacht. Ja, ordentlich Schallplatten hat Carsten übrigens auch schon verkauft. Hat sogar richtig was gut gebracht, hätte ich ja nie gedacht. Ein Gruppenbeil, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Embryo. Das hat richtig viel gebracht, Embryo. Ich noch nie gehört. Richtig viel. Ja, und wie gesagt, deswegen sagen wir uns eigentlich auch, wozu brauchen wir denn eigentlich ein Haus? Wir sitzen nur hier im Keller, sitzen vor unseren Daddelkisten, das machen wir halt nun mal gerne, das ist so. Und wir brauchen eine Küche, Bad, was zum Schlafen. Das war's. Mehr brauchen wir gar nicht. Ja, das war dann erstmal soweit die Roomtour durch unser Häuschen. Und dann bis später. So, jetzt will ich erstmal das Versäumte nachholen von unserem ersten Video. Im Eifer des Gefechts haben wir natürlich jemanden ganz Wichtigen vergessen, überhaupt vorzustellen. Das ist übrigens unsere Wilma. Unsere Wilma ist eine Rottweiler-Hündin. Sie ist 7 Jahre alt. Ein bisschen schüchtern ist sie. Wemine, gucke doch mal rein. Ja, sie ist ein bisschen schüchtern. Und natürlich wird unsere Wilma uns begleiten. Ja, und das hatten wir natürlich ganz vergessen, weil wir auch so ein bisschen aufgeregt waren. Aber jetzt, vielleicht sollten wir da ein Stück Mortadella dranhängen. Wemi, guck, wo ist Häschen? Ja, prima. Siehste. So, jetzt habt ihr auch unsere Wilma gesehen, beziehungsweise die werdet ihr ja eh noch öfter sehen in Zukunft. Und nun schlicker doch nicht immer. Und ja, das wollte ich. Ja, der kenne ich dich nicht. Und ja, damit haben wir das jetzt auch erledigt. Jetzt habt ihr unser Wilmchen gesehen. So, zum Ende des Videos wollen wir euch noch mal ein kleines Update geben hier zu unserem Haus. Denn vor 2 Tagen hat sich ergeben, dass wir tatsächlich jetzt Käufer gefunden haben.
Das ist zumindest jetzt mündlich besiegelt und das sind auch wirklich unsere Favoriten, an die Ja. wir wirklich das Haus sehr gerne verkaufen. Ganz junge Leute, die sich auch wirklich sehr freuen. Und von daher, ja, sind wir super zufrieden, dass sich das jetzt noch ergeben hat. Und ja. Nee, wirklich, sind total lieb und ich freue mich auch total, dass es ja die jungen Leute geworden sind. Denn ich denke mal, die werden früher oder später wird da auch mal ein kleines Baby kommen. Dann ist hier Genau. wieder ordentlich was los in der Bude, ist mit Leben gefüllt. Und ja, und irgendwie, als das denn soweit war, als die gesagt haben, ja, wir nehmen das Haus und mit dem Makler soweit alles schon klar gemacht worden ist. Ich habe nicht eine Sekunde irgendwie gedacht, oh Gott, jetzt haben wir das Haus Nee, verkauft. überhaupt Nicht nicht. eine Sekunde. Einfach, es fällt immer mehr Ballast von einem runter. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte Ja. das nie gedacht, weil gerade zu Anfang, als wir das so, ja, als das so besiegelt war, ich habe wirklich nächtelang habe ich im Bett gelegen und habe gedacht, ist das richtig? Mensch, unser schönes Haus, unser Zuhause. Ne, unser ja, der Zufluchtsort und selbst mit der Arbeit. Ich werde ja nun aufhören zu arbeiten und wo ich gedacht habe, ich weiß, man sagt so oft, oh, ich habe keinen Bock und dies und das und jenes und man freut sich auf Urlaub, ist der Urlaub zu Ende, dann kriegt man ja halb das Würgen, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. Aber wenn man das nicht hat, wenn man das wird ja alles zur Normalität. Ja, ich weiß nicht. Und da habe ich gedacht, Mensch, so unterm Schritt. Unterm Schritt. Unterm Schritt. Oh Gott, nee. Aber weißt du, wir schneiden das jetzt aber alles nicht raus. Wir sind so, wie Nee, wir sind, wie ja, wir wir sind sind. ein bisschen verpeilt manchmal. Ja, Das und gehört halt nur mal dazu. Und so viel kann genau. man eigentlich gar nicht Nee. Also, rausschneiden. wir lassen das einfach so. Also, unterm Schritt Genau. bin ich fit. Die Info am Rande. Nein, also unterm Schnitt gehe ich eigentlich gerne zur Arbeit. Das ist ja vollkommen bekloppt eigentlich. Aber naja, und wie gesagt, das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Aber mittlerweile dachte ich mir dann, mein Gott, was, ich gehe jeden Tag mit Schmerzen zur Arbeit und das kann es ja auf Dauer auch nicht sein. Also ich Eben. denke mal so, es fügt sich alles zusammen und bis jetzt, es fühlt sich alles richtig an. Na, also wie gesagt, ich hatte nicht einmal irgendwo, wo ich. Klar, ich war aufgeregt. Auch vor allen Dingen, als das dann klar war, dass die jungen Leute das nehmen. Also wir haben uns wirklich einfach gefreut, dass wir uns mit Ja. denen vor allen Dingen einig geworden sind. Und was noch dazu kommt, was für beide eben Vorteil ist, also für uns, weil wir einfach wirklich viele Sachen hier lassen Ja, können und die nicht fast noch alles, ne? irgendwie an Möbeln halt viel einfach hier lassen können. Und die beiden freuen sich eben, dass sie einfach Ja. sehr viel übernehmen können, ne? Was sie auch teilweise wirklich einfach noch umsonst dazu kriegen, sage ich mal. Und von daher passt das für beide so ganz gut, für beide Parteien. Also wir sind jedenfalls richtig Ja. happy. Und der Termin wird sein, das ist noch nicht hundertprozentig klar, aber wahrscheinlich sind wir zum 15. Dezember dann hier raus. Also eventuell, sage ich mal, vielleicht 2 Wochen früher oder 2 Wochen später, aber es wird im Ja. Dezember wird es über die Bühne gehen. Und wir sind wirklich ja schon sehr gespannt und wir sind Ja. vor allen Dingen froh, dass wir jetzt einen relativ genauen Termin eben Ja. haben. Ja, jetzt kann man anfangen, schon mal hier auszuräumen, zusammenzuräumen, weil ich konnte ja hier vorher irgendwie noch nichts groß machen, die ja mal Bilder abhängen. Wie gesagt, unsere Tochter hat ja nun schon Listen hier gemacht, was sie alles haben möchte. Demnach wäre das Haus, wir hätten nicht ein Bild mehr an der Wand gehabt. Und das sieht ja auch immer dann doof aus, wenn Käufer kommen und gucken sich das an. Und das sieht hier schon aus. Deswegen konnte ich ja bis jetzt auch nichts großartig machen oder beziehungsweise. Naja gut, wie es aussieht, wenn ich anfange, das hat man ja unten im Keller Ja, gesehen. ja. Das ist wirklich absolutes Chaos. Ja. Wahrscheinlich wird es ja bald überall so aussehen, denke ich mal. Genau. Unsere Freunde gehen hier nochmal durch und gucken, was sie gebrauchen können. Und ja, und die Reste, wie gesagt, werden wir dann auch mit unseren Käufern
was die alles haben wollen. Das lasse ich gerne hier. Denn wie gesagt, sowas wie die ganzen Gartensachen, die Haken und Spaten und all so ein Kram, wir würden nichts mehr für kriegen, müssen was verkaufen oder würden was verkaufen. Und wenn es dir neu kaufst, ist es wahnsinnig teuer. Ja, genau. Also kriegen die das geschenkt alles und die freuen sich wirklich und dann haben wir uns auch gefreut. Also wenn das alles so klappt, nehmen wir wirklich nur unsere paar Sachen hier, unsere privaten Sachen und gehen hier einfach. Genau. Ja, das wollten wir euch nur mitteilen, weil wir haben ja gesagt, ihr seid dabei. Und das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.